Also es ist letztendlich ganz einfach, die richtige PSA, also die richtige persönliche Ausrüstung zum Schutz vor Infektionen zu tragen. Ich muss immer gewährleisten, dass ich mich nicht anstecke und dass ich quasi als Überträger für Infektionen auch nicht in Frage komme. Und das fängt mit der richtigen Schutzausrüstung an. Ich gehe hin und trage natürlich bei einem Bewohner, der eine Infektion hat, einen beschichteten Kittel. Ja, das hat auch noch ein Bündchen. Die Beschichtung ist wichtig, denn wenn ich eine Beschichtung habe, kommen keine Mikroorganismen durch und dementsprechend ist meine Vorderseite oder meine Dienstkleidung nicht kontaminiert. Ich ziehe sie aus, verwerfe die und kann getrost zu dem nächsten Bewohner gehen, der vielleicht keine Infektion hat. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also wichtig eben zum Ausbruchsmanagement den richtigen Schutzkittel zu tragen. Die richtigen Handschuhe spielen auch eine große Rolle. Warum brauche ich Nitrilhandschuhe? Was ist der Unterschied zu Latex oder auch zu Vinylhandschuhen? Ich möchte quasi die Nitrilhandschuhe und die Latexhandschuhe ein bisschen gleichstellen, weil die Durchlässigkeit von Mikroorganismen hier minimalst ist. Die Durchlässigkeit der Mikroorganismen durch die Vinylhandschuhe ist wesentlich größer. Und ich muss halt auch gewährleisten, dass keine Mikroorganismen durch die Handschuhe durchkommen. Deswegen ist es wichtig, Nitril- oder Latexhandschuhe dann auch zu tragen bei der Versorgung von Patienten, die eine Infektion haben. Wir sprechen ganz oft über Mundschutz. Wir haben einen OP-Mundschutz. Wichtig sind dreilagige Mundschütze. Aber ich tendiere auch da immer dazu, die FFP-Masken zu tragen. Der Unterschied ist letztendlich ganz einfach. Der Mundschutz, der einfache OP-Mundschutz, der schützt mein Gegenüber vor dem, was aus meinem Mund rauskommt. Und was kommt da raus? Letztendlich nicht viel, weil ich bin gesund. Aus mir kommt nichts raus. Ja? Aber wenn du mich anhustest, mit einer Influenza oder mit einem Norovirus, dann atme ich durchaus durch diesen OP-Mundschutz den Virus ein und habe mich angesteckt. Und genau das Ganze passiert halt nicht, wenn ich eine FFP-Maske trage. Das ist jetzt die Kategorie 2. Es gibt also drei Kategorien. Und wir haben hier die mittlere Kategorie mit einem Filter, dass ich auch gut atmen kann. Und hier kommt nichts rein, nichts an Mikroorganismen rein. Das heißt, bei der Versorgung von infizierten Bewohnern ist es wichtig, diese Maske zu tragen, dass ich mich nicht selber anstecke. Das ist ganz wichtig. Die Maske kann ich übrigens auch ruhig ein zweites oder drittes Mal in einer Schicht anziehen, hänge die dafür auf und ziehe die dann an, wenn ich sie brauche. Dann muss sie nicht direkt weggeschmissen werden. Genauso wie Schutzbrillen, die dienen nicht nur dazu, wenn man mit hochkonzentrierten Chemikalien arbeitet, zum Schutz der Augen, sondern Schutzbrillen sind natürlich auch da, um die Bakterien zum Beispiel abzuwehren, gerade wenn jemand einen starken Husten hat. Denn es gibt nichts Schlimmeres als dann doch eine Bindehautentzündung und ich weiß genau, ich hätte mich davor schützen können.